Hallo und herzlich willkommen zurück bei Days Gone. Beim letzten Mal haben wir ja eine kleine Doppelfolge gehabt mit Only Sarah quasi. Und ich dachte mir, bevor wir in die nächste Hauptquest reingehen. Oh, Funke Buse an. Auch interessant. Bevor wir in die nächste Hauptquest reingehen, die überhaupt nicht ausgewählt ist. Warum haben wir nichts ausgewählt? Aber gut, ich glaube, das nächste wäre Doc Jimenez aufsuchen ein letztes Mal. Was? Okay. Wir sollten auf die Krankenstation, wurde uns beim letzten Mal gesagt. Ich glaube, wir machen vielleicht heute ein bisschen so die Nebensachen. Nachdem wir uns halt beim letzten Mal oder in den letzten Folgen so sehr auf die Hauptquests konzentriert haben. Wir können uns ein bisschen darum kümmern, die Nebenquests zu machen, die Sammelaufgaben, ein paar Nester platt zu machen. Das würde ich heute gerne dann wieder so ein bisschen angehen. Einfach wieder eine bunte Mischung. Für Folge 44 ist das, glaube ich, ganz okay. Ich weiß jetzt auch nicht, was die Folgenanzahl damit zu tun hat, aber machen wir jetzt einfach so. Folge 44 ist jetzt immer die Sammelfolge. Ich hoffe, ich merke mir das. So. Wir gucken mal parallel auf die Karte. Ob wir halt irgendwo dran vorbeikommen. Wir könnten. Ja, hier ist eins und hier sind mehrere, ne? Das sind zwei, ja, insgesamt drei Stück. Aber dafür extra abbiegen, weiß ich nicht. Das ist halt, stimmt, das ist diese Hütte mit den Krabblern, ne? Wo wir, naja, wir fahren einfach gerade durch vor allem. Nein, wir fahren auf dem direktesten Weg, den wir kriegen können. San John and Captain Corey, it's some young. Gut. Etwas dehydriert und hungrig. Der Koch sagt, er hat sich einmal durch die Kantine gegessen. sag ihm, er soll mir was übrig lassen. San John Ende. Okay, da ging es jetzt wahrscheinlich noch um die Geiselbefreiung. Ich höre, verstanden. Die scheiß Drifter. Gott verdammt. Nein, nein, nein. Ihr wartet wohl auf mich, hm? War's das oder kommt da noch einer? Ach, Copeland. Weichkorb, vielleicht hast du ja sogar mal recht. Aber wenn du wüsstest, an was die in Cloverdale arbeiten, direkt vor deiner scheiß Haustür, dann würdest du einen Herzinfarkt kriegen. Okay, globale Verschwörung. Ist er auch so ein Schwurbler, der Copeland, wa? Ich
meine, dass der die ganze, also dass der halt ein bisschen Panne ist, war klar so. Aber ja. So, dann einmal links ab. Scharfschütze? Noch eine MME, was Nero wohl diesmal zurückgelassen hat. Ich wollte gerade sagen, den haben wir noch gar nicht gemacht. Und ich glaube, hier ist eine Horde in der Nähe. Also nicht, weil ich sie höre oder so, aber... Ich meine mich hier an diesen Ort zu erinnern. Oder an den Ort, den wir gerade schon mal kurz gesehen haben aus dem Augenwinkel. Okay. Wo geht's lang? Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Aber wir können bestimmt außen rum. Da ist der Tank. Wir können nicht außen rum. Also, naja, gut. Theoretisch schon. Dauert halt nur ein bisschen länger. Das Ding ist da drüben. Toldigen. So, den kriegen wir da rüber. Das ist nicht das Ding. Oh, natürlich. Dann halt so. Und ja, ich weiß, wir haben noch die... Was war das denn? Warum mache ich das? Wir haben noch die Lautsprecher. Und dann haben wir das schon mal durch. So, und jetzt geht's halt nochmal darum, wirklich alle zu finden hier. Da ist noch einer. Da am Eingang natürlich. Einen Ausgang gibt's bestimmt auch noch. Okay. Habe ich jetzt leider nicht drauf geachtet. Da nicht. Okay, wir könnten jetzt auch Glück haben, dass es das schon war. Ansonsten müssen wir uns halt die Gegend merken, das Ding. Nur mal Kontrolle halber, bist nicht mehr angeschlossen, okay. Oh Gott, bitte, 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 bitte. Ja, ah, das war jetzt so klar. Sind wir im Geschäft. Verdammte Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Oh shit, oh shit, oh shit. Aber das war's dann jetzt. Also das müsste es jetzt gewesen sein. Yes. Okay. Dann schauen wir mal. Ah, ein Neuroinjektor. Genau das, was ich brauche. Ja. So wird's gehen.
Noch ein Mikrorekorder. Da wird mir einer davon. Achso, hi. Verdammt nochmal nach. Es kommen immer mehr. Und mehr. Sie kommen hier nicht rein. Wir sind sicher. Scheiße. Der Generator. Kein Treibstoff mehr. Es gibt keinen Strom. Kein Strom. Scheiße. Scheiße. Hör zu. Du es nicht. Die Türen. Wir haben... Sie sind mit dem Notstrom verbunden. Wir haben... Wir können sie nicht mehr... Scheiße. Öffnen. Was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Ich zuerst. Oh, Gott verdammt, was für ein Abgang. Ihr hättet es einfach tun sollen. Mhm. So, und hier sehen wir es auch. Ich glaube, wir sitzen da in dem Tunnel. Was jetzt mit dem Kreischer nicht so geil ist. Ja. So, wie ging das nochmal? Ach ja. Ja. Eine schöne Strat. Weil die nämlich erstmal nicht hin, zu einem hinkommen. Alter. Ei. Oh Gott. Das sind dazu unfassbar viele. Oh Gott. Wow. Die löst gleich schon aus. Ja, komm schon. Thank you.
Ja, alles gut, Deacon. Alles gut. Alles gut. Oh, shit. Ja, ist ja gut. Lauf, 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 lauf. Oh, ernsthaft? Yes. Sehr schön. Automatik-Schrotflinte. Hi. Hi. Alter Schwede. Ja, das war eine Menge. Aber wir haben es gepackt. Sehr gut. Weiter geht's. Das waren jetzt aber auch wirklich Attractor und... Oh. Ja, alles gut. Alter, hör doch mal auf. Wenn man schon mal da ist, kann man die auch direkt looten. Ihr müsst jemanden opfern. Alles gut. Das waren 12 von 12. Deacon? So, eigentlich sind das... Dankeschön. Colonel, mache Meldung. Dieser Kult, RIP, ist keine Gefahr mehr. Corporal, ja, es ist merkwürdig. Ich habe endlich Captain Thompsons ganzen Bericht gelesen. Er scheint sie vor dem Angriff ziemlich lange verfolgt zu haben. Offenbar nannten sie sich Rest in Peace. Sie vergötterten die Freaks und wollten wie... Moment. Machen wir das noch? Das sieht so... Hm. 92%, das könnte der letzte sein irgendwie. Ja, das ist verfickt. Ja, das ist der merkwürdigste. Wir sind alle Soldaten, Corporal. Eine derbe Sprache stört mich nicht, aber Männer wie die Rest in
weiß. Die stören mich. Ja, Sir. Denn sie zeigen mir, was aus dieser Welt geworden ist. Wir, Corporal St. John, sind alles, was die Welt noch trennt. Vom Abgrund. Ja. Ja, Sir. St. John, Ende. Oh Mann. So, ich weiß auf jeden Fall, da standen wir schon mal vor. Und kamen nicht rein, ne? Moment. Das hier könnte halt problematisch werden. Wenn die Höhle überhaupt voll ist. Ich weiß gar nicht, waren wir schon drin? Ich glaube ja. Das ist das Problem, ne? Also dieses Höhlen und so kann ich mir halt... Also das lässt sich halt schlecht einprägen, weil wenn die Horde... Also wenn man die unterwegs trifft, dann weißt du ja auch nicht, zu welcher Höhle gehört die. Okay, das war knapp. St. John, sind Sie da? Kommen Sie zum Hauptquartier, sobald es Ihnen möglich ist. Colonel, natürlich, Sir. St. John, Ende. Ach, hi. Ich hab doch gesagt, die gehören zusammen. Das war doch das. Mussten wir einfach nur die Tür aufmachen. Ja, ich fahr dann mal, ne? Bevor da... Oh, hier hätte ich gerne aber noch Munition. Oh nein. Okay. Genau, und da hinten ist die Horde. Da läuft sie. Da müssen wir bei diesem Ding hier besonders aufpassen. Dass eben auch alle Lautsprecher herunterkommen. Weil wenn ihr das hier halt nicht hinbekommst... gibt's halt Stress mit einer Horde. Oh, die hockt hier übrigens schon. Schön.
So ein Teil von denen hockt hier schon. Da ist er. Aha. Ernsthaft? Ach, shit. Ja, nee. Das wird hier nix. Komm, 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 komm. Das ist jetzt halt auch einfach die Zeit, wo die munter werden, ne? Das ist das Problem. Gut, dann gucken wir uns andere Sachen an eben. Guck mal, dann machen wir erstmal hier. Dann melden wir uns eben bei Boozer. Aber wir haben zumindest schon mal so ein paar Lautsprecher da weggemacht. Ach, hi, guck mal. Jetzt wird dieser Funkturm wichtig. Beim ersten Mal durften wir ja nicht hoch. Oder durften wir schon hoch, aber da gab es halt nichts. Und jetzt funken wir von hier Boozer an. Heißt aber auch, wir können heute Nacht hier direkt pennen. Meine Güte. Ich hoffe, das ist hoch genug. Boozer, hier ist Deacon, kommen. Lost Lake Camp. Irgendjemand da? Deke? Deke, bist du das? Ich kann dich kaum hören. Die Verbindung ist schlecht. Wo bist du? Crater Lake. Ob du es glaubst oder nicht. Schön, dich mal wieder zu hören, Bruder. Ich dachte, dass du vielleicht schon auf dem Rückweg bist. Nein, nein, Boozer. Noch nicht. Es ist ziemlich kompliziert. Hör zu, ich wollte eigentlich nur mal hören. Naja, wie es so läuft bei dir. Gut, gut, Dick, alles bestens. Du errätst nie, wen der alte Mann zum Sicherheitschef ernannt hat. Wissen wir schon. Was, dich? Ja, ganz genau. Hat wohl gedacht, dass ich mit nur einem Arm auch nur halb so viele Probleme mache. Okay, wie gesagt, ich wollte nur mal hören. Schön von dir zu hören, Bruder. Ja, mein Freund. Ich wollte mich nur melden, abgeschlossen. Das war echt noch ein Ding für Iron Mike. Krass. So, ich würde es da aber noch... Also, ich würde es da nochmal versuchen. Aber dann halt, wenn wir gepennt haben.
Danke. Da war das Slide vielleicht ein bisschen viel. So, und gute Nacht. So schön sagt. Ich glaube. Aber ja, ich glaube, mein Bett ruft kenne ich so auch. Super lang nicht mehr benutzt, aber ich meine, das hatten wir früher auch öfter mal so. Und schon wieder bereit. Achso, warte mal, was mich auch nochmal interessieren würde. Jetzt, wo wir... Okay, wir kommen trotzdem noch nicht zurück. Okay. Weil ich dachte jetzt, ne, wenn wir einmal schon da lang gefahren sind, dann hätte man jetzt auch immer wieder... Also, dann hätte man jetzt ja die Brücke quasi, den Weg aufmachen können. Aber auch... Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu heftig, wenn man jetzt immer hin und her fahren müsste oder hin und her fahren könnte. Ja, Diamond Lake, dann auf zum... auf zu Copeland, dann hat Tuck nochmal eine Idee und... So, dich brauche ich einmal, genau. Auch vielen Dank an die Leute, die halt ständig diese Kanister wieder zurückstellen. Nachdem ich die halt irgendwo in die Wildnis feuer. Das machen wir mal so. So. Es kann natürlich sein, also wenn die da rumhocken, dann werden die tagsüber... Spiel? Danke. Der Freeze war jetzt wirklich im Spiel, mal wieder. Nein, Deacon, du sollst die Brandpfeile ausrüsten. Schön. Die laufen da halt trotzdem rum. Alter, Deacon, Rückstand Bolzen. Nee, da müssen wir uns echt was anderes überlegen. Das macht jetzt gar keinen Sinn. Dann könnten wir uns um die infizierten Gebiete kümmern. Angefangen bei dem hier. Ich wollte halt jetzt nur die Ohren einsammeln hier.
Alles klar, weiter. Danke. Ist aber nicht gestorben. Doch, ist gestorben. Dauerte nur ein bisschen. Okay, die hocken da wirklich den ganzen Tag rum. Das heißt, wenn wir mal wirklich komplett ausgerüstet sind, dann müssen wir uns da nochmal hinbewegen. Also wirklich mit allem, ne? Mit Molotovs, mit Splittergranaten, mit Rohrbomben, mit Attractern, mit Attractorbomben. An der einen oder anderen Stelle dann vielleicht nochmal eine Annäherungsbombe oder so, weil das sind schon richtig, richtig viele. Und das auch noch dann in einem Gebiet, das... Ach, da kann man Oh! Das ist eine Durchfahrt. Also ist das gar nicht so krass, dass man den Kontrollpunkt da oder die Anlage da gefunden hat. Weil der Weg hier irgendwann doch noch durchführt. Jetzt mal ganz kurz gucken, läuft mir was hinterher? Natürlich. Wir hatten das Vergnügen auch noch nicht. Berglöwenfleisch, okay. Also, ja, wir hatten das Vergnügen in dem Sinne schon, dass, dass wir schon mal angesprungen wurden. Es muss in der Nähe sein. Ist wieder ein schlafender Freak. Voll ins Schwarze. Wo ist das scheiß Nest? Es ist hier irgendwo. Eieieiei. Weg. Und jetzt können wir dann hier auch weiter die Rückstände einsammeln. Wenn wir welche haben. Dankeschön. Schrott ist immer gut. Ja. Ja,
Das war's für dich. Hier muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann's riechen. Natürlich. Das war das Letzte. Seid eure beschissenen Nester woanders, ihr verdammten Freaks. Sehr schön. War das der letzte Schuss im Magazin? Das ist nicht euer Ernst. Alter. Okay, ich würde sagen, ab nach Diamond Lake. Alter, da kommt eine Horde raus, wenn man das Nest wegmacht? Was, also, finde ich ja sehr geil an sich, aber... Überraschend. Man stelle sich mal vor, man rennt da einfach rein, weil man denkt, oh ja gut, ich hole mir halt die Rückstände. Okay. Also hier sind auch wirklich mit Abstand die größten Horden, das muss man wirklich so sagen. Die kleinste im Spiel haben wir, glaube ich, noch gar nicht gefunden. Das sind halt wirklich gefühlt nur so 30 oder so. Da ist auch noch eine Höhle. Und ich kann es halt so schlecht sagen, ob wir da schon drin waren oder nicht. Oh, hi. Okay. Ich merke mir jetzt hier auch leider nicht jede Höhle, das ist das Problem. Ne, habe ich ja schon mal angesprochen. Aber wenn wir dann da sind, dann können wir nochmal die Munition auftanken, das Bike nochmal fertig machen. Uns noch ein bisschen einschleimen, also Ohren und so verkaufen. Haben wir jetzt so ein paar dabei. Berglöwenfleisch ist bestimmt auch relativ viel wert. Sergeant. Alles klar. Wiedersehen, Corporal St. John. Ja, war ganz gut tatsächlich. Dick, wie geht's meinem Lieblingscorporal heute? Hey, Sarge. Das ist alles für heute. Reicht doch aber auch so ein bisschen aus. Also, ein bisschen aus vor allem, aber reicht doch. Curry. Corporal St. John, ich habe eine wichtige Aufgabe für Sie. Ja, Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? Eine Patrouille sollte am Highway 97 Richtung Norden Anarchisten beobachten. Sind Sie denen schon einmal begegnet? Anarchisten?
Die Arschlöcher, die überall diese kleinen Steinhaufen zurücklassen? Ja, ja, ein oder zweimal. Ist schon ein Weilchen her. Ich dachte, die sind alle tot. Offensichtlich nicht. Sie finden ihren Standort auf der Karte. Ich schicke sie allein los, falls die unsere Leute festhalten. Ja, allein ist die Chance größer, sie lebend rauszuholen, okay. Der Patrouillenführer, Sergeant Mitch Allen, ist ein guter Freund von mir. Ja, Sir, ich tue, was ich kann. Ich zähle auf Sie, Corporal. Wegtreten. Ja, ist ja gut. Oh, und was wir noch machen könnten... Hey, Corporal St. John. Wie läuft's? Ja, erstmal hi. Gut, okay, ich denke, das kriege ich hin. Corporal St. John? Corporal St. John. Hallo, Sergeant. Ist das alles? Bleib mal locker. Oh, ein super Teil. Schöne Verbesserung. Danke. Sonst noch was? Okay. Oh, eine gute Wahl. Das reicht eine Weile. Ist das alles? Okay. Bis dann, Corporal. Aber man muss nicht alles kommentieren, was der Spieler macht. Wirklich nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, man könnte ja jetzt, wenn man sich die Splittergranaten gekauft hat, könnte man ja nochmal den... könnte man die Horde da ja nochmal versuchen, den Kontrollpunkt. Also die Horde am Kontrollpunkt, aber... Nee, wir lassen's. Wenn wir mal richtig, richtig gut ausgerüstet sind, also wirklich mit allem drum und dran, dann... geht's da auf jeden Fall nochmal hin. Ich habe da das Gefühl, da könnte man's, oder da könnte was funktionieren. Aber da muss man halt ein bisschen taktischer rangehen. Oder man schafft es in der Nacht da so ein bisschen rumzuschleichen. Wenn die Horde eben weg ist. Ne, dass man sich dann reinschleicht, den Kontrollpunkt eben fertig macht. Und dann hätte man erstmal das. Machen wir das eben noch und dann soll es das für heute gewesen sein mit dieser Folge. Die Zeit geht auch super schnell rum jedes Mal. Und es ist auch sehr schön, dass Deacon einfach die Allwetterreifen aufgezogen hat. Weil so oft, wie das hier hin und her wechselt mit zugeschneit und nicht zugeschneit und Straße und durchs Wasser. Hier stehen verdächtig viele Kanister. Lass mich raten, da so. Oder nicht? Okay, schauen wir uns mal um. Wo vibriert's? Da vibriert's. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Okay, Milizausrüstung. Sieht aus, als wurden sie weggebracht. Mehr Spuren. Also doch in die Richtung. Da steht nämlich eine Hütte. Da könnte man super eine Geisel verstecken.
Oder sein Essen vorbereiten. Manche wollen das vielleicht ja auch. Muss mich genau umschauen. Oh, hi. Na gut. Wo? Na, also. Okay, krass, doch nicht. Und führen hier lang. Doch nicht die gedachte Hütte. Mine. Ja, das ist es. Natürlich. Hey, Captain. Ich hab sie gefunden. Scheint so, als hätten sie sich in der Mine verkrochen. Hey. Haben Sie Geiseln? Sind Sie am Leben? Das weiß ich noch nicht, aber wenn, dann hole ich sie raus. Und wenn die ihren Freund haben, dann werde ich ihn finden. Danke. Kuriende. Sehr schön. Na, wo verstecken Sie dich? Jetzt können wir halt so langsam nachlaufen. Noch eine verdammte Mine. Feuer, Feuer! Ey, der Typ, der ist gar nicht schlecht. Jetzt ist er schon weg. Wir haben einen verloren. Ein Steinhaufen. Also ihr Jungs dachtet euch, ihr baut euch ein Camp auf und die Miliz sorgt für die Vorräte. Ein Steinhaufen? Okay. Ach, hi. Also, wirklich Respekt, dass man so Steine aufeinander stapeln kann und so Geschichten, ne? Ich meine, klar. Bei gewissen Steinen geht es. Super einfach, aber... Ach, keine Ahnung. Hat man bei Assassin's Creed Valhalla ja gehabt und das hört sich gerade nach viel Bewegung an. Okay, Alan. Alan, du musst hier doch irgendwo sein. Und mit viel Bewegung meine ich, das klingt nach einer Horde. Anarchistensymbole. Hier muss es sein. Aha. Immer schön in die Richtung laufen, aus der Gegner kam. Denn da wo der herkommt, kann schon mal kein Freak sein. Über uns ist halt noch einer. Aber hier kommt man nicht hoch, ne? Also man muss schon von außen, also hier, na, von außen oder von innen, je nachdem, wie man es halt. Aber es ist sehr freakig gerade hier. Wo verstecken Sie dich? Ich muss sagen, an diese Mission erinnere ich mich halt original gar nicht. Das ist eine verdammt große Mine.
bewegt sich was. Da ist er. Das war der letzte. Gute Reise. Hey, Sarge, du musst Mitch Allen sein. Ich war erledigt. Danke. Danke, Mann. Ich dachte, das war's. Das glaube ich. Schaffst du es alleine zurück? Ja, geht klar. Danke, Mann. Ich verdanke dir mein Leben. Ich gehe zurück und erzähle, was du getan hast. Ich schwör's. Ich mach nur meinen Job. Das könnte auch eine Drohung sein. Okay, entkomme aus der Mine. Natürlich! Natürlich! Alter! Ihr seid doch bescheuert! Alter! Okay, die Mission hatte ich damals wirklich nicht. War ich in diesem Tunnel schon mal? Ist mir gerade so scheißegal, Deacon. Ihr könnt doch hier nicht eine Horde rausknallen auf einmal. Alter! Hat sie ihn erwischt oder waren das andere? Alter, ich hoffe, das war jetzt... Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht die einzige Möglichkeit. Warte mal. Ah. Die Freaks sind hier irgendwo runtergefallen. Wo ist der Hier sind die runter. Ah, verstehe. Deswegen ist Entkommen aus der Mine auch so eine Aufgabe hier. Ach du Scheiße. So, aber die wissen ja ungefähr ihren Weg, ne? Also, wie die da rauskommen, wo sie gerade runtergefallen sind. Raus hier, raus hier, raus hier. Alter. Ich mach nur meinen Job. Mhm. Captain, ich hab hier einen Mann. Er sollte auf dem Weg nach Diamond Lake sein. Gute Arbeit, St. John. Ich melde mich dann später nochmal. St. John Ende. Alter Schwede. Das ist heftig. Okay, ich kann eine Fernlenkbombe machen. Ich würde die ganz gerne dann auch machen, wenn man es gerade mal kann. So, dann können wir nochmal Munition holen und dann suchen wir uns mal irgendwo einen Spot, wo wir aufhören können. Die Folge ist schon wieder eine Stunde lang, ey. Und man hat sie eigentlich mit nichts gefüllt, wenn man so drüber nachdenkt. Also, nicht mit Story, das meine ich. Und es geht halt trotzdem so schnell vorbei. Ja, aber dafür brauche ich wirklich einen Guide, um diese
Sarge gut angekommen? Höhle wieder zu finden. Er ist auf der Krankenstation und wird sich vollständig erholen. Dank Ihnen. Ich mach nur meinen Job, Sir. Tja, das war ein echt guter Job. Danke, Corporal. Im Namen von Mitch und von mir. Ja, Sir. St. John Ende. Okay, Moment. Ich muss gerade mal... Oh, shit. Karte. Karte. Wir wollen auf die Karte. Ich würde gern irgendwo einen Unterschlupf haben. Den haben wir schon gemacht, deswegen ist das ja so markiert. Ja, perfekt. Nur keinen Bock jetzt vom Bike geholt zu werden. So, weg jetzt. Ey, aber wie gemein. Also wirklich. Aber auch Respekt vor den Anarchisten. Dass sie sich einfach in der Mine tummeln und oben drüber wohnen einfach nur mit einem Fallschacht getrennt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Nur mit einem Fallschacht getrennt, da wohnt einfach auch eine Horde, so. Hätte man das jetzt vorher gewusst? Aber wie gesagt, die Mission hatte ich halt beim ersten Mal nicht. Kann auch sein, dass ich sie einfach nicht angenommen habe. Ja, kann auch alles möglich sein. Toll, Deacon. So, dann lege ich mich hin. Ich mach mal kurz ein Nickerchen. Und bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und ciao.